Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und meiner aktuellen Büchergilde-Programmvorstellung. Vor wenigen Tagen ist das neue Programm der Büchergilde erschienen und wie immer durfte ich mir vorab drei Titel aussuchen, die ich gerne lesen möchte. Und ich werde euch in diesem Video die drei Titel rezensieren, aber natürlich sind darüber hinaus im aktuellen Programm auch noch viele weitere interessante Bücher erschienen und demnach kann ich euch nur empfehlen, auf den Plattformen der anderen Büchergilde-BotschafterInnen vorbeizuschauen. Das sind ja hier auf YouTube noch Anja und Maike, die euch ebenfalls ein neues Video hochladen werden, in dem sie drei Titel aus der Büchergilde vorstellen. Es gibt darüber hinaus auch noch sehr viel auf Instagram zu entdecken. Wie immer werde ich euch dazu alle Kanäle in der Infobox verlinken und falls ihr grundsätzlich wissen wollt, wer die Büchergilde ist und was die Büchergilde macht, findet ihr auch dafür den Link in meiner Infobox und könnt euch da schlau machen. Ich beginne mal mit einem Überblick über die drei Bücher, die ich mir aus diesem Programm ausgesucht habe, die, glaube ich, unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Zumindest war auch mein Leseeindruck sehr unterschiedlich bei allen drei Titeln. Ich beginne mit Lucy Frickes neuestem Buch, Die Diplomatin. Hier hat mich vor allem das Thema interessiert, denn wir begleiten eben eine deutsche Diplomatin auf ihren Stationen und bekommen dadurch einen Einblick in diesen besonderen Arbeitsalltag, von dem ich persönlich vorher wenig wusste. Es ist ja auch im Endeffekt eine verschlossene Welt und das aus gutem Grund. Warum, wieso, weshalb erfahren wir auch an konkreten Beispielen innerhalb dieser Geschichte. Und warum ich am Ende dieses Buches ein bisschen anders auf die Diplomatie schaue und ob das Buch insgesamt meine Erwartungen getroffen hat, erfahrt ihr im Laufe des Videos. Das ist also das erste Buch, das ich mir ausgesucht habe. Und das zweite ist das für mich erste Buch, das ich vom türkischen Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk gelesen habe, nämlich sein neuestes Die Nächte der Pest. Das ist, wie ihr seht, jetzt keine Kurzgeschichte, sondern ein etwas größeres Projekt und wie der Name schon verrät, geht es hier um den Ausbruch der Pest 1901 auf der fiktiven Insel Minger und die Art und Weise, wie Politik, Bevölkerung und Gesundheitswesen auf den Ausbruch dieser Seuche reagieren und mit möglichen Maßnahmen zur Eindämmung umgehen. Und ob das für mich am Ende ein guter Einstieg in das Werk des Literaturnobelpreisträgers war oder eben auch nicht, erfahrt ihr ebenfalls im Laufe dieses Videos. Bis ich dann zu guter Letzt zu diesem Buch hier komme, nämlich Leiden zentral von Benedikt Veiten, das, wie ich finde, ein wunderschönes Cover hat. Ich werde euch das auch im Verlauf des Videos noch mal ein bisschen genauer zeigen, wie die Bücher aufgemacht sind. Hier haben wir es mit einer Kriminalgeschichte zu tun, in der wir uns sowohl auf der Seite der Kriminellen befinden, als auch auf Seite der Polizisten. Und das Ganze ist nochmal eine etwas besondere Konstellation. Auch darüber gibt es dann im Verlauf des Videos noch ein bisschen mehr. Es ist so, dass ich das Video unterteilen werde. Ihr könnt also direkt zu dem Buch springen, das euch jetzt am meisten interessiert. Oder ihr schaut das Video einfach komplett, was mich natürlich auch sehr freuen würde. Ihr könnt mir natürlich auch sehr gerne, wenn ihr Büchergilde-Mitglied seid, schon mal sagen, welches Buch ihr für euren Quartalskauf vorgesehen habt. Also was steht bei euch auf der Merkliste, was wollt ihr euch unbedingt zulegen und warum. Also falls ihr Lust habt, packt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Los geht es nun also mit Die Diplomatin von Lucy Fricke, einer deutschen Autorin. Das Buch erschien in diesem Jahr und es geht, wie gesagt, um eine deutsche Diplomatin, nämlich Friederike Andermann, die mit Ende 40 in die deutsche Botschaft nach Uruguay entsandt wird und dort nun erstmal mit den Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit zu tun hat. Sie beschäftigt sich da erstmal mit recht banalen Fragestellungen, zum Beispiel, welche Musik soll gespielt werden und wie soll die Verpflegung aussehen, die natürlich typisch deutsch sein muss an so einem nationalen Feiertag. Und so lernen wir den Arbeitsalltag einer Diplomatin erstmal als wenig glamourös kennen. Und auf diesen Feierlichkeiten geht es natürlich viel um die Pflege von Beziehungen zwischen Nationen über Diplomaten. Und da spürt man, was so deren Kernkompetenz ist. Das ist sehr viel Smalltalk, das ist aber auch viel Lügen an Stellen, wo eigentlich beide Beteiligten auch wissen, wie es darunter aussieht, also was eigentlich die Realität ist und vor allem das Weglassen von allem, was die Beziehung weiter beeinträchtigen könnte. Und so wird ja auch häufiger mal gesagt, dass Diplomaten fast ihre eigene Sprache entwickeln, die nur sie selbst verstehen und bei denen sie vor allem gelernt haben, auf das zu hören, was nicht gesagt wird, weil das in der Regel am nächsten an der Wahrheit ist. Und das hat bei mir sehr viel zum Nachdenken angeregt, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, warum braucht es die Diplomatie noch, wenn man quasi gute Miene zum bösen Spiel macht, wenn man weiß, dass beide Nationen eigentlich
auf einem ganz, ganz dünnen Zweig der Diplomatie stehen und warum lächelt man das dann weg auf diesen offiziellen Anlässen? Und andererseits habe ich mich gefragt, was wäre denn, wenn diese letzte Ebene auch noch wegfallen würde? Also wenn es noch nicht mal mehr dieses neutrale Terrain geben würde, das ja eigentlich immer zur Verfügung steht, um dann doch nochmal die Hand auszustrecken und eine Veränderung hervorzurufen. Das heißt, es ist irgendwie etwas, das man wahrscheinlich braucht, auch wenn es sich falsch anfühlt. Und so geht es mit einigen Dingen in diesem Buch, die mit diesem Berufsstand, glaube ich, zu tun haben. Also es gibt auch immer wieder Situationen hier drin, insbesondere so in der zweiten Hälfte des Buches, wo sich dann Friederike in Istanbul aufhält und mit der aktuellen politischen Beziehung zwischen der Türkei und Deutschland konfrontiert ist, in der man auch merkt, wie wichtig es ist, dass für Diplomaten und Botschafter andere Regeln gelten, beziehungsweise manche Gesetze eben nicht gelten. Also die Freizügigkeit und Immunität, die mit diesem Berufsstand einhergeht, dass die tatsächlich notwendig ist in vielerlei Hinsicht. Und das war mir ehrlicherweise vorm Lesen dieses Buches gar nicht so bewusst. Ich habe mir immer die Frage gestellt, ist es wirklich richtig, dass einzelne Menschen eine derart große Macht haben, indem sie eben nicht den normalen Gesetzen unterliegen. Und hier habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, das ist absolut notwendig, dass es diese Instanz gibt. Also es ist eben so, dass in der zweiten Hälfte des Buches deutsche Staatsbürger eben wirklich bedroht sind und nicht über die normalen Wege gerettet oder unterstützt werden können. Und es bleiben eben nur diese vielfältigen Möglichkeiten, die der Diplomatenstatus mit sich bringt, um diesen Menschen zu helfen und eben Dinge zu tun, die andere Menschen nicht tun können. Man muss eben einfach sagen, Diplomaten haben die Möglichkeit, über gesperrte Straßen in kugelsicheren Autos an Orte zu gelangen, die anderen Menschen verwehrt bleiben und eben auch Netzwerke zu nutzen, die uns nicht zur Verfügung stehen. Und ich habe hier in diesem Buch das erste Mal das Gefühl gehabt, ich verstehe, warum das notwendig ist und fand das total faszinierend, ehrlicherweise. Es ist aber nicht so, dass ich dieses Buch wirklich sehr tief in diese Materie hineinwagt, sondern es bleibt in erster Linie ein Unterhaltungsroman, der mit sehr viel trockenem norddeutschen Humor daherkommt und eben vor allem eine Leichtigkeit mit sich bringt in der Art, wie eben Friederike auf ihre eigene Position und ihr Berufsfeld blickt. Also sie ist einfach mit einem großen Idealismus in diesen Beruf gegangen, hat sich vorgestellt, damit wirklich etwas konkret bewirken zu können. Und sie stößt aber natürlich immer wieder an ihre Grenzen, eben genau dann, wenn sie Dinge weglächelt, die eigentlich schrecklich sind. Oder wenn sie merkt, dass hier eigentlich auch mit Diplomatie keine Annäherung mehr zu erreichen ist, weil zwei Nationen derart unterschiedlich ticken und politisch aufgestellt sind und das eigentlich immer weiter wegbröckelt und man nur noch so eine glänzende Fassade aufrecht erhält, die mit der Wahrheit nichts mehr zu tun hat. Das führt natürlich auch zu einer gewissen Resignation. Also es sprang auch auf mich als Leserin über, dass ich mir gedacht habe, es sieht wirklich schlecht aus um die politischen Beziehungen zwischen jetzt hier in dem Fall der Türkei und Deutschland. Und das spürt man vielleicht wirklich auch, wenn man in diesem Berufsfeld ist, noch mehr. Es ist ja auch so, dass Lucy Fricke für diese Zeit in der Türkei war und jetzt Einreiseverbot hat, nachdem dieses Buch erschien. Also ich glaube, sie zeichnet hier natürlich auch ein Bild der Türkei, das hochaktuell ist, politisch sehr relevant und das aber natürlich auch nicht jedem gefällt. Und so ist das ein Buch, das inhaltlich einen Balanceakt darstellt zwischen diesem schönen Schein des Diplomatentums und dem, was da drunter liegt. Und es ist auch selbst ein Buch, das eigentlich eher als Unterhaltungsroman daherkommt, aber auch ein sehr hochaktuelles politisches Thema behandelt. Und so ist das ein Buch der Kontraste irgendwie, das vielleicht auch nicht jedem gefällt, weil es sich nicht so richtig entscheidet und weil es versucht, mehrere Dinge gleichzeitig zu sein. Das für mich persönlich aber sehr interessant und bereichernd war, vermutlich auch, weil ich über den Berufsstand einfach nicht so viel wusste. Und deswegen kann ich euch das Buch empfehlen. Kommen wir zum zweiten Buch. Das ist Die Nächte der Pest von Orhan Pamuk, dem türkischen Literatur-Nobelpreisträger, der ja auch schon zahlreiche Werke veröffentlicht hat. Ich habe bisher noch nichts von ihm gelesen. Das ist für mich das erste Buch, mit dem ich es versucht habe. Es handelt sich hierbei um einen historischen Roman. Die Geschichte spielt 1901 auf der fiktiven Insel Minga, die Teil des Osmanischen Reiches ist und auf der die Pest ausbricht. Wir begleiten dann verschiedene Personen, die versuchen, diese Pest einzudämmen durch verschiedenste Maßnahmen, vorwiegend die Quarantäne und Kontaktbeschränkung.
und erleben, wie die hiesige Bevölkerung auf diese Maßnahmen reagiert. Das Buch zeigt dabei zahlreiche Probleme bei der Umsetzung dieser Maßnahmen, weil die Bevölkerung zum Beispiel aus religiösen Gründen nicht viel davon hält und vor allem die Maßnahmen nicht als Schutzmaßnahmen versteht, sondern als Schikane. Die Durchsetzung der Maßnahmen wird auch nochmal dadurch erschwert, dass auf der Insel Minga zu 50% Christen und 50% Muslime leben, die eben auch nochmal sehr unterschiedliche Auffassungen davon haben und sich auch gegenseitig beschuldigen. Das heißt, hier spielt Religion eine große Rolle in Bezug auf die Bekämpfung einer solchen Seuche. Es geht aber auch um Tradition und kulturell bedingte Ablehnung dieser Maßnahmen und natürlich hat es auch etwas mit dem Bildungsniveau der Bewohner dieser Insel zu tun. Und so scheitert das Vorhaben wirklich massiv. Die Pest breitet sich immer weiter aus mit den entsprechenden Folgen. Es ist im Endeffekt ein sehr, sehr umfangreiches Werk, das sich auf eine sehr epochale Weise mit dieser Thematik beschäftigt. Mich hat es natürlich inhaltlich erstmal direkt an Die Pest von Albert Camus erinnert und ich würde auch sagen, dass Orhan Pamuk in dieser Geschichte diesem Gesamtthema nicht wirklich etwas hinzufügt. Das heißt, es sind jetzt keine neuen Erkenntnisse in der Hinsicht, wie eine Bevölkerung auf solche Maßnahmen reagiert, dass es immer wieder einen Teil gibt, der freiwillig mitmacht, diese Maßnahmen als sinnvoll erachtet. Dann gibt es andere, die exakt das Gegenteil tun, sich auflehnen, sogar gewaltbereit sind. Es gibt dann Anschläge auf die Beamten, die versuchen, diese Maßnahmen durchzudrücken. Dann gibt es nachher militärische Unterstützung, um das Ganze zu forcieren, was es nur noch schlimmer macht. Da spielen natürlich auch religiöse oder kulturelle Überzeugungen eine Rolle. Viele gehen dann lieber zum Priester und lassen sich ein Amulett segnen, das sie sich dann umhängen, bevor sie sich von ihren Verwandten fernhalten oder irgendwelche Besuche auslassen. Viele wollen natürlich auch keine finanziellen Einbußen hinnehmen und versuchen, ihr Geschäft weiter zu betreiben. Andere versuchen sich mit der Angst der anderen zu bereichern und so passieren im Endeffekt all die Dinge, von denen wir wahrscheinlich innerhalb dieser Thematik schon tausendmal gelesen haben und die wahrscheinlich auch bis in alle Ewigkeit immer und immer wieder so ablaufen werden und es ist völlig egal, in welcher Zeit wir uns da befinden, es ist immer eine sehr inhomogene Art, wie eine Bevölkerung auf eine solche Seuche und ihre Auswirkungen reagiert und genau darum geht es auch in diesem Buch. Allerdings ist das natürlich in einem Umfang geschildert, bei dem man dann schon sehr viel Spaß am Erzählstil haben muss, um das Buch in Gänze genießen zu können. Und es war für mich leider nicht so. Ich empfand diesen Erzählstil als unheimlich mühsam und als zu verzweigt. Also es ist auch so, dass es immer wieder Geschichten innerhalb der Geschichten gibt. Das heißt, wir haben mit einer Figur zu tun, dann wird erstmal deren gesamte Lebensgeschichte ausgebreitet oder man befindet sich in einem Postamt und dann wird die Geschichte des Postamts erzählt und es ist einfach so ausschweifend erzählt, dass es mir persönlich nicht so viel Freude gemacht hat. Das steht und fällt natürlich damit, ob man den Erzählstil und genau das eben auch liebt. Ich glaube, wenn man das liebt, dann will man auch gar nicht, dass dieses Buch endet. Das ist dann wirklich der Inbegriff eines Schmökers, der nicht umfangreich genug sein kann. Für mich traf das aber nicht zu. Also ich war zunehmend ermüdet von diesen Nebenschauplätzen, von den Einzelschicksalen, die mich persönlich gar nicht interessiert haben. Natürlich erschafft der Autor hier eine lebendige Welt, bei der man fast nicht glauben möchte, dass das alles ausgedacht und fiktiv ist. Falls ihr also historische Romane gerne lest und eben auch diese umfangreichen Werke, bei denen die Handlung nicht im Fokus steht, sondern es mehr um das Erzählen geht und das Erschaffen einer lebendigen Welt und bei der ihr am liebsten gar nicht wollt, dass die Geschichte endet, dann könnte das etwas für euch sein. Ich persönlich lese dann doch eher handlungsorientiert. Natürlich ist mir auch der Stil wichtig, da ist es mir aber eher wichtig, dass es einen besonderen sprachlichen Stil hat und keinen so ausufernden. Ich lese ja auch kaum historische Romane und habe mich hier vor allem für das Thema der Seuche und der Pest interessiert und das rückte fast so ein bisschen in den Hintergrund, wobei ich vor allem kritisieren würde, dass das Buch dieser ganzen Thematik eben auch gar nichts Neues hinzufügt. Also all das, was hier beschrieben ist, hat man im Endeffekt schon einmal gehabt, wenn man Die Pest von Camus gelesen hat. Das ist natürlich auch nochmal die Frage, ist es für euch das erste Buch, das von einem Pestausbruch in der Vergangenheit handelt und auch hier wieder beschreibt, wie eine Bevölkerung damit umgeht. Falls das der Fall sein sollte, könnte euch das Buch auch noch mal besser gefallen als mir, die jetzt eben das Gefühl hatte, das alles schon gelesen zu haben und zu kennen und sich darüber hinaus noch denkt, warum dauert das alles so lange, warum werden noch so viele andere
Geschichten innerhalb dieser Geschichte aufgemacht, die gar nichts zu der Handlung beitragen. Und demnach muss ich sagen, war das für mich jetzt eher eine enttäuschende Lektüre, was eben zum allergrößten Teil an meinem persönlichen Geschmack und meiner Erwartungshaltung liegt. Aber ganz egal, wie ich ein Buch erhalten habe, meine Meinung ist immer ehrlich und ich versuche euch das so darzustellen und zu erklären, dass ihr für euch am besten entscheiden könnt, ob das Buch etwas für euch sein könnte oder nicht. Es kann ja auch sein, dass all die Kritikpunkte, die ich jetzt daran hatte, für euch ganz klare Argumente für dieses Buch sind. Dann würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr viel Spaß mit dem Buch habt. Für mich persönlich war es nichts. Und damit kommen wir jetzt zu Leiden zentral von Benedikt Feiten. Hier begleiten wir zum einen Valerie, die bei der Polizei arbeitet, und zwar im Bereich der forensischen IT. Sie muss also Spuren auswerten, die vorwiegend digital hinterlassen werden. Sie bekommt also Festplatten, Smartphones, Aufnahmen von Überwachungskameras und so weiter und muss die auswerten. Es geht aber auch natürlich um Suchvorläufe im Internet oder eben die Personen grundsätzlich über das Internet zu identifizieren und Beweismaterial zu sichten. Sie hat demnach viel mit den Daten zu tun, die jeder von uns so tagtäglich erzeugt. Und da ist natürlich auch viel Blödsinn und Müll dabei, der auch sicherlich zu einer psychischen Belastung führt. Sie muss sich eben viel Videomaterial und Bilder angucken, die nicht immer ganz schön sind. Und es geht natürlich auch um Suchvorläufe. Und all das lässt natürlich auch ein Bild vor Augen entstehen. Es ist also keine einfache Arbeit, aber eine spannende Arbeit, wie ich finde, mit der ich jetzt in literarischer Form auch noch gar keine Berührungspunkte hatte. Deswegen fand ich das sehr, sehr spannend als Einstieg. Wir lernen außerdem eine Christina kennen, die offenbar aus Rumänien kommt, aber schon eine ganze Weile in Deutschland lebt und so ein bisschen undurchsichtig ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und dann kommt es relativ zu Anfang der Geschichte zu einem Todesfall, und zwar wird ein sehr reicher Unternehmer tot in seiner Villa aufgefunden, und es wird eben das Team von Valerie auf diesen Fall angesetzt, und es scheint da auch Verknüpfungen zu dieser Christina zu geben. Und im Endeffekt handelt dieses gesamte Buch dann von diesem Fall und dessen Aufklärung. Und dadurch, dass wir aus beiden Perspektiven lesen, also einmal der Perspektive der Ermittler, insbesondere durch Valerie, und der Perspektive der Kriminellen selbst, wird recht schnell klar, dass wir uns hier in einem Milieu befinden, in dem es um günstige Leiharbeit geht, also um Vermittlerfirmen, die aus dem osteuropäischen Ausland billige Arbeitskräfte rekrutieren, die dann in deutschen Firmen im Niedriglohnsektor schuften. Ihnen werden die Pässe weggenommen und sie bekommen wirklich minimal Gehalt und müssen unter sehr, sehr schlechten Bedingungen arbeiten, haben kaum Arbeitsschutz und sind eben auch illegal beschäftigt. Das heißt, hier geht es ganz klar um Bereicherung sowohl der deutschen Firmen, die ihre Gewinnspanne maximieren, als auch natürlich der Vermittler, die davon profitieren. Und dieses Netzwerk war unheimlich interessant und überhaupt dieses gesamte Thema, weil ich das ebenfalls für hochaktuell halte und davon ausgehe, dass das, so wie es hier drin geschildert ist, auch der Realität entspricht und dass da sehr, sehr viel weggeschaut wird, auch auf höheren Ebenen, um das so am Laufen zu halten. Und das ja, macht irgendwie betroffen, zumal wir hier eben sehr nah dran sind. Dadurch, dass wir diese Kriminellen begleiten, die dann eben mit diesen Arbeitskräften ja auch sprechen, sie vermitteln und ihren Job machen, der raue Umgangston, die Art, wie unmenschlich dieses System ist und so weiter, das hat mich schon so ein bisschen mitgenommen, ehrlich zu sein. Zumal ich immer meine Schwierigkeiten habe, aus krimineller Perspektive zu lesen, weil ich das persönlich einfach nicht verstehen kann, wie man sich auf Kosten anderer bereichern kann und eben sich auch so verhalten kann, anderen Menschen gegenüber, nur um Geld zu verdienen. Und das ist im Endeffekt auch wirklich das einzige Argument, was ich hier rausgehört habe, auch aus dieser Perspektive heraus. Für mich ist es nicht klarer geworden, außer dass man damit schnell viel Geld machen kann und dass das Ziel der Beteiligten ist. Und das finde ich so profan irgendwie und für mich so unverständlich, dass ich wirklich wütend auch werde, wenn ich eben aus solcher Perspektive lese. Ich kann das aus absoluter Not heraus noch irgendwo nachvollziehen, solche Machenschaften zu unterstützen, aber aus reiner Profitgier, das fällt mir unheimlich schwer nachzuvollziehen. Und so war auch das ein Buch, das mir eine interessante und für mich neue Perspektive eröffnet hat. Zum einen in Bezug auf die Arbeit innerhalb der forensischen IT bei der Polizei. Das fand ich äußerst spannend, wie Valerie versucht, digitale Spuren zu finden und nachzuvollziehen und wie man damit Tätern auch auf die Spur kommen kann. Was es aber auch bedeutet, ständig
mit diesen vielen Daten konfrontiert zu sein und inwiefern man das vielleicht auch in sein Privatleben mitnimmt. Und zum anderen dieser Einblick in dieses spezielle kriminelle Milieu, von dem ich eben annehme, dass das ein hochaktuelles Thema ist, das auch gerade stattfindet hier in Deutschland. Und an dieser Stelle muss jetzt die Wochenend-Sarah einspringen, denn meine Kamera hatte irgendwie keine Lust mehr weiter aufzunehmen. Ich konnte die Datei auch leider nicht retten. Stehen geblieben war ich bei Leiden zentral von Benedikt Veiten und ich wollte hier noch ergänzen, dass mir das Buch zwar inhaltlich sehr gut gefallen hat, allerdings las es sich nicht besonders unterhaltsam und spannend. Das lag für mich vorwiegend daran, dass die Figuren und die Geschichte an sich etwas leblos auf mich wirkten. Denn obwohl wir hier ja eigentlich ein großes Spannungsfeld haben, in dem wir sowohl den Ermittlern als auch den Kriminellen folgen und diese Figuren auch so ein bisschen Hintergrund bekommen, wir sie also auch privat erleben und kennenlernen und so ein bisschen von ihrer Vergangenheit erfahren, sind diese Personen für mich nicht zu echten Menschen geworden. Also man erfährt zwar etwas über die Figuren, um sie mehrdimensionaler erscheinen zu lassen, aber so eine richtige Bewandtnis für die eigentliche Handlung der Geschichte hatte das aus meiner Sicht nicht. Christina ist da die einzige Ausnahme, würde ich sagen, denn sie hat ein ganz bestimmtes Motiv und wird im Verlauf der Geschichte damit auch konfrontiert. Wobei auch diese Konfrontation für mich nicht den Effekt hatte, die sie hätte haben können. Und ich schiebe das jetzt einfach mal auf den Erzählstil und eben auf die Art, wie diese Figuren entwickelt werden. Für mich kam da keinerlei Sympathie oder Emotion hoch. Das heißt, ich habe auch mit keinem der handelnden Personen hier richtig mitgefiebert. Und das hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Gesamtspannung in der Geschichte und die Frage, wie tief ich emotional in der Geschichte drin war. Und das muss ich einfach sagen, war ich überhaupt nicht. Das heißt, es hat sich für mich gut weggelesen, weil ich es inhaltlich ganz interessant fand. Aber als Roman hat es für mich nicht so richtig funktioniert. Genau, das ist so mein größter Kritikpunkt an dieser Geschichte. Ansonsten kann ich euch das Buch aber empfehlen. Ich habe euch ja jetzt ein bisschen auseinandergesetzt, was mir daran gefiel und nicht. Und deswegen könnt ihr hoffentlich jetzt auch beurteilen, ob dieses Buch bei euch im Warenkorb landet oder eben auch nicht. Und so war das wohl auch insgesamt ein eher mittelmäßig gutes Quartalsprogramm mit mir und der Büchergilde, was aber natürlich zu 100% auch an meiner eigenen Auswahl lag. Ich habe mir ja auch einiges hier vorgenommen, wo ich auch gar nicht richtig wusste, ob es etwas für mich ist, zum Beispiel indem ich mir mal ein Buch von Orhan Pamuk ausgesucht habe und mit Leiden zentral eben auch eine Kriminalgeschichte ausgewählt habe, ein Genre, das ich ja sonst auch eher selten lese. Das heißt, es war mit ein bisschen Risiko verbunden und das klappt dann halt nicht immer. Ich habe mir aber natürlich einen groben Überblick über das aktuelle Quartalsprogramm der Büchergilde verschafft und da sind einige Titel dabei, die ich sehr interessant finde und die vielleicht sogar auch eine bessere Wahl gewesen wären. Vielleicht wollt ihr mir ja auch eines der Bücher aus dem aktuellen Programm empfehlen, dann packt das sehr gerne auch in die Kommentare. Und damit hoffe ich jetzt, es war etwas für euch dabei. Ich konnte euch die Bücher schmackhaft machen oder euch bei eurem anstehenden Quartalskauf ein wenig unterstützen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und damit hoffe ich jetzt, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.